Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video, was sich wirklich sehr, sehr viele gewünscht haben. Und zwar, dass ich mal auf meine schlimmsten Outfits reacte. Das haben auch schon viele andere gemacht. Und ich finde sowas eigentlich immer sehr unterhaltsam. Ich habe auch viele, viele schlimme Outfits gefunden auf meinem Handy. Da ist auf jeden Fall noch ein zweiter Teil drin. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mit dem Video an, reden nicht viel drum rum und let's go mit dem ersten Outfit. So, ich gehe jetzt ein bisschen weiter nach rechts, damit ich hier mal die Sachen einblenden kann und ihr es auch besser sehen könnt. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Bild an. Und zwar hier. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und zwar habe ich da einen grünen Supreme Hoodie an, kann man jetzt nicht sehen, ist halt von hinten, aber das ist ein grüner Supreme Hoodie, wo vorne so Supreme steht mit so einer Reflective Schrift. Ist eigentlich ganz okay. Dann ein Supreme Bag, den ich heute immer noch habe. Meiner Meinung nach der beste Rucksack, den Supreme bis jetzt gemacht hat. Ja, wie gesagt, trage ich auch immer noch jeden Tag zur Schule. Ist so ein All-Day-Rucksack, echt cool. Dazu eine Leggings, kann man eigentlich sagen, eine viel zu enge Hose. Und irgendwie hier schwarze Timberlands, keine Ahnung was, also was Timberlands mit Supreme, so passt irgendwie gar nicht. Was man sagen kann, Frisurübergang gar nicht am also nicht vorhanden. Hoodie viel zu groß, weiß ich auch noch, war eine XL, war viel zu groß. Ich wollte unbedingt diesen Hoodie haben. Gab es dann nur noch in XL, weil ich zu langsam war, habe ich mir dann einfach auf Krampf trotzdem bestellt. War viel zu groß, aber habe ich dann auch verkauft, das weiß ich noch. Auch die Location, ich gehe da irgendwie von hinten und dann vor so einem grünen Busch. Ganz anderes Grün als der Hoodie. Einfach, ja, ein ganz, ganz schlimmer Fit irgendwie. Ja, aber das lässt sich noch ganz, ganz einfach toppen. Und ich würde sagen, kommen wir weiter zum nächsten Fit. Der nächste Fit war einmal der hier, das weiß ich auch noch ganz genau. Das war eine Umkleide beim Zara in Düsseldorf. Ja, da habe ich so eine Lederoptik-Zara-Jacke an, die weiß ich noch ganz genau, die hat so übelst nach Chemie gestunken. Fand ich aber mega cool, jetzt geht gar nicht. So eine Lederjacke an irgendeinem Pulli, dann habe ich auch noch, wie man hier, kann man auch das Etikett hier unten sehen, so eine Zara-Hose an, die so auf ganz armer Basis irgendwie so distressed, als wäre da mit einer Schere so einmal durchgegangen. Dann so eine komische Lederoptik an den Knien, also was ich da gemacht habe, also ne, ganz, ganz schlimm. Und jetzt das Highlight, wie man unten schon ganz bisschen erkennen kann, sind das graue Schuhe. Und zwar sind das Adidas Yeezy 750 Grey Gum. Leider keine Originalen, waren nämlich die übelsten Fakes, habe ich für, weiß ich nicht, 40, 50 Euro bei AliExpress irgendwann mal bestellt, habe auch übelst damit rumgeflext, das weiß ich noch. Also naja, aber ich glaube, die Stories hat jeder irgendwie mal, dass er irgendwelche Fake-Schuhe hat und da ein bisschen, ja, keine guten Erinnerungen hat. Aber ja, das wär's zu dem Fit. Mich selber kann man jetzt nicht sehen, ist halt ein All-Black-Fit, aber irgendwie alle einzelnen Teile sind irgendwie schlimm und sehen kacke aus. Aber was soll man machen? Den dritten Fit finde ich auch einer der schlimmsten, und zwar habe ich hier, da sitze ich irgendwie, erstmal sitze ich auf Lost-Basis auf irgendeinem Stein im Wald, das weiß ich auch noch. Hab das Foto übrigens selber gemacht, also ich habe mein Handy so auf den Boden gestellt mit so einem Stein, hab das so, also ganz schlimm. Dann habe ich irgendwie meine Hand so vom Mund mit einem Snipes-Bogo, auch mega cool, habe ich übelst gefühlt damals. Es war eine H&M-Hose, weiß ich noch, die so eine ähnliche habe ich auch heute immer noch, weil H&M die immer noch verkauft, auch echt, also eine entspannte Hose. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, ja, Adidas Yeezy Boost V1 Pirate Black, auch kranke Fakes, erkennt man auch, glaube ich, direkt. Also das Upper hier ganz, ganz armes, was da passiert ist, auch meine Frisur wieder komplett reingehauen, also ich weiß auch nicht, das habe ich auch damals auf Instagram hochgeladen, habe auch noch so gemacht, so Hashtag Kanye, Hashtag Yeezys und so, also keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. So, viel mehr Worte möchte ich auch über den Fit gar nicht verlieren und ich würde sagen, machen wir direkt mit dem nächsten Fit weiter. Kommen wir jetzt zum vorletzten Fit, der wäre einmal hier eingeblendet. Das war ich noch ganz genau, das war damals an Weihnachten 2014, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Und ihr könnt es sehen, mein T-Shirt, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, mein T-Shirt geht bis zu meinen Knien gefühlt, viel zu lang an irgendein Hemd. Das Hemd an sich geht eigentlich klar, ist ein ganz normales Hemd, kann man machen. Meine Frisur, weiß auch nicht, wieder dasselbe. Mein Nacken komplett reingehauen, irgendwie hier 60 Grad oder so, ich weiß auch nicht, was da los war. Dann mein Handy so komisch vors Gesicht gehalten, aber das Highlight ist eigentlich dieses T-Shirt, was viel zu lang ist. Dann auch noch ein, Dann auch noch ein wichtiger Punkt, einmal hier eine Fake Balmain Hose, habe ich mir damals in der Türkei gekauft, weil ich auch noch 50 Euro, weil da war dieses Biker-Muster gerade so richtig in, übercool, wollte unbedingt diese Hose haben, hat aber damals, ich glaube 900 Euro oder so gekostet, habe ich mir die dann Fake in der Türkei geholt, also auch nicht, aber habe die damals echt viel getragen, auch gefeiert, ja, aber viele kannten ja Balmain, deswegen war es auch nicht so das Problem, die zu tragen. Und ja, Nike Air Max hier Once in komplett weiß, war auch zu der Zeit kein schlimmer Schuh, würde ich jetzt auch nicht mehr tragen, aber zu der Zeit ging es eigentlich ganz klar. Nur halt Shirt, Pose, Haare, alles, also passt auch wieder nicht. So, der letzte Fit ist so ein klassischer 2014 Black Fashion Fit, den glaube ich jeder in seiner Galerie irgendwie hat.
Und zwar haben wir hier, wie soll es auch anders sein, rote Schuhe waren, ich glaube, rote K1X oder so heißen die. 100 Euro habe ich mir damals im Snipes irgendwann mal gekauft, weil da war ja dieser rote Schuhe-Trend auch. Natürlich bin ich auch mitgegangen bei diesem Trend, war ja klar. Irgendeine schwarze Hose, ganz normal. Dann haben wir hier so ein Criminal Damage Shirt, kennt ihr vielleicht auch, gab es damals bei Snipes mit diesen Reißverschlüssen, wo unten so Criminal Damage steht. Sieht man auch, Reißverschlüsse sind auf, unten steht Criminal Damage. Darüber habe ich irgend so ein Stone Washed schwarzen Hoodie angeht, auch klar, aber es geht eigentlich mehr so um dieses Reißverschluss, rote Schuhe. Aber ich denke, so ein Fit hat irgendwie jeder in seiner Galerie, das hatte jeder irgendwie mal, dass er solche Sachen getragen hat, als dieser Trend kam. Und deswegen, ja, ist jetzt eigentlich auch nicht so krank besonders, dass ich zu diesem Fit gekommen bin. Freunde, einen Fit habe ich noch gefunden, und zwar hätten wir hier einmal einen etwas aktuelleren Fit. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, es war der letzte, aber den habe ich gerade noch irgendwie gefunden, dachte mir, komme ich hier ein bisschen aktuelleren auch mal mit rein, den seht ihr jetzt hier. Das wäre einmal ein Fit aus 2017, glaube ich, also auch jetzt nicht so aktuell, aber schon halt was neuer als die anderen. Von 2017 mit einem wunderschönen Lächeln. Ja, Frisur kann man sehen, habe ich jetzt ein bisschen Fortschritte gemacht, aber hatte immer noch keinen Übergang oder so. Ich habe einen Vetements Hoodie an, den habe ich damals übelst krank gefeiert. Der hatte ja einen Retail von 1000 Euro, habe ich mir damals bei Essence im Sale für 4,50 oder so gekauft. Habe ich mega gefeiert, war eine XS, hat gefittet wie der letzte Kartoffelsack. Aber an sich ein geiler Hoodie. Wieder mein Supreme Bag hatte ich da an. So eine Represent Hose, die ich mittlerweile immer noch trage. Aber irgendwie ist die nicht mehr so eng. Ich habe irgendwas, ob ich jetzt neue Beine bekommen habe oder ob die einfach ausgeweitet ist. Da war die noch übelst eng, sieht aus wie die größte Leggings. Passt auch gar nicht, weil der Hoodie halt so weit ist, die Hose so eng, passt halt nicht. Eigentlich müsste man darauf so eine weite Cargo oder so tragen, aber ja, hatte ich damals noch nicht. Und natürlich die Yeezy V2, Beluga 2.0 hießen die, glaube ich. Hatte ich damals auch, aber auch nur ganz kurz. Fit an sich passt halt nicht zusammen. Blaue Hose, graue Schuhe, schwarzer Pullover mit den Verhältnissen passt auch irgendwie gar nicht. Habe ich damals aber auch gefeiert. Und dann würde ich sagen, war das jetzt wirklich ein endgültiger letzter Fit. Und das war's mit der Worst Fits Reaction. So, Freunde, ich hoffe, ihr habt ein bisschen gelacht, habt euch vielleicht ein bisschen amüsiert über meine Fits. Aber ich denke, jeder hat irgendwie solche Fits in seiner Galerie. Ist, glaube ich, bei jedem so. Jeder entwickelt sich mit der Zeit. Es ist halt einfach so. Ich hab Spaß. Falls ihr Bock habt auf den zweiten Teil, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Checkt mich gerne auf Instagram, hab's ja auch nochmal eingeblendet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein.